Sifa. Ist ja gut, Sifa. Ich habe doch schon gestanden. Herzlich willkommen zur 8. Folge von Susi zusammen mit Tobi. Hi, ich bin auch dabei. Ja. Man kann es vielleicht sehen, hier ist so ein Teil vom Kölner Dom. Hier, wer sich auskennt, das ist ein Stück von Kölner Hauptbahnhof. Denn wir fahren heute noch einmal, ein letztes Mal auf der Strecke Köln-Düsseldorf. Sind wir die letzten 3 Folgen auch schon gefahren. Und heute fahren wir mit dem Rhein-Ruhr-Express Nummer 5 von Köln nach Düsseldorf. Und dafür werde ich jetzt einmal die Situation zeitspringen. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, da sind wir auch schon in unserem Siemens Desiro HC. Der elektronische Buchfahrplan hier ist ein bisschen abgeschnitten, wie immer. Weswegen ich mir hier den manuellen Buchfahrplan hinklatsche, den Tobi aber dank der Discord-Übertragung nicht sehen kann. Aber das macht nichts. Es reicht ja, wenn wir wissen, wo wir anhalten müssen. Und nicht, wenn Tobi das auch weiß, ne? Manu. No, armes Tobi. Da kann ich sehen, wie der Fahrplan ist. So, Abfahrt haben wir 31 hier in Köln Hauptbahnhof auf Gleis 1. Zack, gehen wir hier einmal raus. Da sehen wir es ja auch am Hausbahnsteig in Anführungszeichen. Sind wir auch außerhalb der großen Bahnhofshalle, stehen wir unter so einem kleinen Glasvordach. Grün haben wir schon, wenn auch Langsamfahrt. Laut Buchfahrplan 30 km/h. Bis zum Einfahrsignal von Köln-Messe-Deutz. Ab dort sind dann 60 km/h erlaubt. So, wir haben es 31. Die Türen können wir schließen. Und dann können wir auch schon loslegen, ne? Jo. Wir begrüßen Sie im RE5 nach Wesel. Nächster Halt. Köln-Messe-Deutz. Unsere erste Aufgabe ist erstmal uns hier den Weg durch Köln durchzuschlängeln. So, das Signal hier braucht man nicht. Wir hatten gerade eben schon unser Ausfahrsignal. Das ist nur dafür, dass man hier die Bahnsteigverlängerung nutzen möchte. So, da haben wir eine S-Bahn, die ausfährt und hier eine Regionalbahn von National Express, die einfährt. Wir fahren ja auch einen RX von National Express. Hatte ich ja schon in den letzten Folgen erzählt. Der RX1 und RX11, die waren ursprünglich Abelio und sind jetzt National Express. Und der RX5 unter anderem war von Anfang an bei National Express. Deswegen ist es ein guter Kollege von uns gerade gewesen, der uns überholt hat. Der Manni war das. So. Hier haben wir jetzt die 60 km/h einmal. Und da vorne haben wir dann auch das Einfahrsignal für Köln-Messe-Deutz. Und wir schleichen weiter hier mit unseren 30 km/h über die Hohenzollernbrücke. Nächster Halt. Köln-Messe-Deutz. Ausstieg rechts. Hohenzollern, das war doch irgendein Adelsgeschlecht, oder? No. Das war ein Adelsgeschlecht, das ist richtig. So. Und jetzt habt ihr gerade durch diese wunderbaren Text-to-Speech-Ansagen, wie man sie im RX gewohnt ist, gehört habt. Unser nächster Halt, Köln-Messe-Deutz, wo auch einmal hier sie ganz nach rechts rüberfahren auf das Gleis 1. Ah, die fahren aufs Gleis 2 rüber, okay. Ja, manchmal hält man auch, hab's auch schon mit dem hier gehabt, dass ich mir auf dem Gleis 1 gehalten bin. Das kommt wahrscheinlich einfach drauf an, um welche Uhrzeit man fährt. So, mal auf Gleis 1, mal auf Gleis 2 hält. Je nachdem, wie der Fahrplan schneller und der FDL gerade Laune hat. So, da drüben haben wir eine Lachs-Lokomotive und einen Doppelstockwagen gehabt. Na, ich hätte mal leer halten können. Das Halteschild für uns war gerade schon durch, aber gut. So. Dann einmal aussteigen. Und einsteigen, da. Hier sehen wir sie, die Trax-Lokomotive, die Doppelstockwagen. Hier haben wir nochmal eine Regionalbahn von National Express. Oder sogar die gleiche, ich weiß gar nicht. Gerade eben, und hier drüben haben wir eine S-Bahn, also reges Treiben. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist das Bahnhofsschild von den Tiefbahnsteigen. Weil es gibt ja noch 2 Tiefbahnsteige für diese Bahnstrecke. Die macht hier so einen Schlenker, die kommt hier auch aus
Köln-Mülheim, wo wir jetzt gerade hinfahren, aber die macht dann hier so einen Schlenker für die rum. Ah, guck mal, hier haben wir von der Deutschen Bahn ein Alstom-Coradia Lind rumfahren. Hat hier ein reges Treiben, du. Ist das ein reges Treiben? So. Türen können wir. Oh, jetzt kommt da noch ein ICE an. Ein IC4 oder ein ICE Velaro? Was ist ein IC Velaro? Oder? Das ist doch ein normaler IC3. Ich kann es aus der Distanz nicht so gut erkennen gerade. Das, was Egal. der da sagt. Das ist aber auch nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist hier diese Fahrt mit dem Regionalexpress. Die wird sie hinter uns bringen wollen. So. Und wenn man sich hier durch Köln schleicht, muss ich ein bisschen aufpassen. Da labe ich noch nicht so viel über anderes Zeug. So, wir haben hier drüben neben uns diese Bahnstrecke. Da kommt auch ein ICE runtergefahren, der hier unten in Köln-Messe-Deutz Tiefbahnhof fällt. Weil die ICEs von der Strecke, die halt eben hier lang fahren, die kommen am Hauptbahnhof nicht vorbei und halten deswegen in Köln-Messe-Deutz, während sonst alle Fernzüge in der Regel durch Messe-Deutz durchrauschen, außer vielleicht einzelne Intercities, so genau kenne ich mich nicht hier aus, weil die halt eben alle am anderen Rheinufer dann im Hauptbahnhof halten, ne? Ganz einfach. So. 80 haben wir ab Kilometer 0,6, also haben wir jetzt eigentlich schon 80 km/h, die soll ich auch direkt mal ausnutzen. Wir sind ja schon bei 1,2 hier. Da haben wir auch schon aufheulen, der Zug. So, unser nächster Halt ist dann Köln-Mülheim bei Kilometer 4. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Dem entlangrollen. So, mal ab der Bahnhof. Noch. Dann nehmen wir irgendeine Autobahnbrücke oder irgendwie sowas. Wir stehen der City-Waggons. Riesiges Gleischaos hier. Aber sieht nur aus wie Chaos, denn in der Realität ist natürlich dahinter eine strikte Ordnung. So, und hier die blaue Brücke. Das ist diese Brücke, die in den Tiefbahnhof von Messe-Deutz führt. Und wir rauschen wieder mit unseren 80 km/h entlang, ehe wir dann hinter Köln-Mülheim auch schon bald auf die 160 hoch beschleunigen können. Und ich dann genügend Zeit habe, mit euch ein bisschen über andere Sachen zu reden. Nur ein bisschen Smalltalk. Weil ihr kennt mich. Was soll ich sonst machen? Denn einfach mit einem Regionalexpress oder noch schon mit gar einem Fernzug, mit dem ich hier ja nicht fahren werde. Hatte ich auch schon mehrfach erklärt, dass es nicht mein Kaliber ist. Einfach, wenn man durch die ganze Gegend rauscht und ja, ich einfach dann reden muss und nicht so viel passiert. Und am Ende vergisst du beim Reden dann irgendeinen Knopf zu drücken und nochmal eine Zwangsbremsung. Ja, genau das auch. Deswegen finde ich das schön, wenn man hier ein paar Halte hat und Geschwindigkeitswechsel und Nahverkehr, dann hat man ein Nächster bisschen Halt. mehr zu tun, mehr Köln-Mülheim. aufzupassende Ausstieg und links. gehaltene und schauen. Jetzt hier Langsamfahrt 60 erwartende. Werden wir dann einfach hinter Köln-Mülheim dann mit unseren 160 km/h entlang rauschen. Ne? Ja, brauchen wir nicht mehr viel zu tun. Meine Aufgabe heute ist es, besser zu halten, ne? Als in den letzten Folgen. Gut, also in der letzten Folge insbesondere. Gut, in Messe-Deutz bin ich jetzt über die Haltetafel zwar hinaus gerollt, aber sieht daran, dass ich die Motto schlecht erkennen kann, welche Zahl da jetzt draufsteht. Aber ansonsten habe ich ja am Bahnsteig noch gehalten, ne? Guck mal, schon wieder eine Regionalbahn mit einem Kollegen drin, ne? Aber die ist von Abellio diesmal. Sie fahren. Ist ja gut, Sifa. Ich habe doch schon gestanden, ne? Das war diesmal ein Hamster von Abellio, nicht von National Express. Da kommt schon wieder ein Intercity mit einer 101er angerauscht. Wie ich schon mehrfach sagte, eine aussterbende Art. Zunehmend ersetzt durch den Doppelstock-Intercities. Ich auch nicht. Habe ich den schon mal gesehen, bestimmt. Die Wagen. Also diese die Intercity-Wagen Lok klar, aber mittlerweile, die also Wagen. ich kann jetzt nur für uns in Dresden reden, bei uns sind ja alle Intercity-Linien mittlerweile Intercity-2-Linien, also mit den Doppelstock-Intercities. Aber der Eurocity Prag-Hamburg, der ist aktuell geteilt wegen einer Gleisbaustelle im Elbtal und deswegen fahren zwischen Hamburg und Dresden, ne, aktuell Intercity-Waggons.
mit 101er Loks. Deswegen, anstelle der Intercity-Waggons der tschechischen Staatsbahn. So, Köln-Mühlheim. Können wir jetzt abfahren. Deswegen aber mit den Intercity-Waggons würde ich gerne auch nochmal fahren, bevor sie in Deutschland gänzlich ausgestorben sind. Weil Intercity 2 werde ich in meinem Leben wahrscheinlich noch genügend Chancen haben mitzufahren. Also schon 120er Loks, die früher ja auch noch die IC gezogen haben, neben den 101er, die sind aber ja auch schon seit 2-3 Jahren oder so allesamt ausgemustert. Und die 101er hat es mittlerweile auch schon nach und nach erwischt. Genauso wie die alten City-Waggons. Wobei man auch sagen muss, dass daher die ältesten, glaube ich, noch aus den 70er Jahren stammen oder so. Deswegen. Wobei andererseits zum Beispiel Flixtrain noch viele von denen aufgekauft hat und komplett grundmodernisiert hat und jetzt hat eben davor jetzt hellgrüne, ich glaube Vectrons hat Flixtrain ganz viele, mit denen die fahren. Und jetzt hängen da hellgrüne Lokomotiven vor. Den alten City-Waggons, die jetzt alle hellgrün lackiert wurden. So, ich weiß gar nicht, kam jetzt gerade schon mal eine Empfehlung, dass ich 80 wieder fahren darf oder so weiter noch die 60 als Ausfahrt für mich. Ich meine, ich könnte hoch auf 80. Hier ist jetzt eh nochmal 80. So, der Buferplan. Ah, der sagt 90 sogar. Ja, okay. So ist da alles richtig gemacht. Wenn es einmal runter auf 80. Und der nächste Halt ist dann Leverkusen Mitte bei 11:07. Da bist du aber noch ein bisschen Zeit, ne? Das war ja echt gerade in meiner Stimme. Oh Gott, wenn ihr wisst, welche Uhrzeit wir aufnehmen. Anderes Thema. Geht. Anderes Thema. Und zwar, die Bäume sind grüner als sonst, oder? Was ist grüner als sonst? Die Bäume. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch darin, dass mein Bildschirm anders eingestellt ist, weil es spät ist. Das kann natürlich auch sein. Dass alles anders auf dein Auge wirkt. Nee, weil was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass es fast schon Zufall ist, dass heute tatsächlich Zusi kommt. Wäre es nach den ursprünglichen Plänen gegangen, da wäre was ganz anderes gekommen. Und zwar nämlich SimRail. Ein neuer Zugsimulator, wenn ihr das seht, kam der gestern raus, also an dem Tag, wo wir es heute aufnehmen. Kam da raus, der Simulator. Und ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, weil ich hatte es mal gesehen irgendwie, ja okay, ein neuer Zugsimulator. Playway, na okay, was auch immer man davon halten soll, in Polen, okay. Da hatte ich jetzt vor kurzem von dem Playtest, der da stattgefunden hatte, ein Video gesehen, wo ich ganz entzückt war von dem Multiplayer, den es dort gibt. Das Spiel kam heute raus, habe ich mir dann auch geholt, habe ich die 31 Euro, die es aktuell mit Rabatt wegen hier, also mit Release-Rabatt kostet, investiert. Reingespielt Tutorial, aber ich muss sagen, die Hälfte der Züge, die es dort gibt, hat kein Tutorial aktuell. Dann irgendwie den Stellwerken funktioniert nicht, also in das Menü bin ich nicht reingekommen. Multiplayer-Lobbys, ja okay, ich hätte Zug fahren können, aber irgendwie konnte ich auch nicht in die Stellwerke. Und irgendwie wirkte noch vieles unfertig. Teilweise waren Texte noch auf Polnisch, die ich mir dann in Google Translate übersetzen lassen musste, damit ich weiß, was das Spiel von mir will. Gruppe gibt's Google Lens, ne? Ja. Deswegen war ich so, also ich wollte es eigentlich zeigen, und dann war ich so, ja okay, ich könnte die Tutorials zeigen. Aber was ich dann auch sagen muss, was, also ich persönlich fand es jetzt als Spiel für mich selber so semi-reizend, da wäre es eigentlich nur der Multiplayer gewesen, wenn dann. Für ein Let's Play hier, ja okay, ich hätte die Tutorials zu den einzelnen Zügen zeigen können, weil die waren ganz umfangreich, weil das war halt eben in der Richtung von TSW. Aber weniger mit hier Schaltschrankbedienung und Zugsicherungssysteme einschalten und sowas. Ich glaube, sie davon sich vom polnischen Zugsicherungs- und Signalsystem eh keine Ahnung hatte und da einfach die ganze Zeit die Menüs aufgehabt hätte, wieso der Day One-Spieler von TSW. So, und dann war er erreicht gleich.
Nächster Halt. Leverkusen Mitte. Ausstieg rechts. Sitzt auch durchs Reden fast einen Bahnhof verpasst. Aber zum Glück habe ich gerade noch gesehen, dass es das Einfahrsignal sein muss hier von Leverkusen Mitte. Auf jeden Fall, aber was auch ein Problem ist, die zwei Strecken, die dort mitgeliefert werden, die eine ist eine reine Güterstrecke, das reizt mich gar nicht. Und die zweite Strecke, die ist sehr, sehr lang und dort gehen die Szenarien alle mindestens eine Stunde, wenn nicht teilweise sogar 3 Stunden. Eieiei, das ist echt viel. Das, also das gerade wenn du halt das auch aufnimmst und ganz posten willst, Also das Ding ist, bei den Susi-Folgen, da ist ja immer, dass du eigentlich komplett uncut machst eigentlich, ja. Fast. Also ich schneide nur am Anfang, wenn ich hier, wenn es einmal die Zeit skippen muss, bis der Zug dann lädt, boah, das schneide ich kurz raus, weil ich muss euch da nicht 20 Sekunden lang rumsitzen lassen und einen starren Bildschirm anschauen lassen. Aber sonst schneide ich da eigentlich auch nichts raus. Und dann haben wir Folgen mit knapp einer Stunde Länge, vielleicht ein bisschen über einer Stunde, je nachdem. Das geht ja noch. Das Ding ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel Bausimulator aufnehmen, dann kann das gut 1,5 Stunden, 2 Stunden sein. Aber die Folge, die wird dann halt trotzdem unter 30 Minuten in der Regel. Und das ist halt so dieser Unterschied bei Bausim, da schneide ich einiges weg, weil halt viel langweilig ist. Aber bei Zusi, wenn da halt so ein Szenario wirklich 3 Stunden geht, dann wäre es wirklich. Also entweder man macht es halt dann so, dass du 3 Teile machst, jeder 1 Stunde oder 2 Teile, je nachdem. Aber das dann halt wirklich in einem Stück hochzuladen, das will man sich ja auch nicht als Zuschauer nicht anschauen. Also. Das Problem ist aber auch zum Beispiel auch, also um jetzt zu sagen, ich habe das Spiel jetzt tatsächlich Steam Refund gemacht, einfach weil nicht fertig und ich sagen musste, also für dieses Multiplayer-Feature, was echt nicht schlecht ist, 30 Euro, weil der Rest reizt mich nicht, weiß ich jetzt nicht. Und Let's Play dazu zum Beispiel wäre jetzt auch nichts geworden. Also wahrscheinlich, also es wäre nicht drüber hinausgegangen, dass ich da ein bisschen was gezeigt hätte, hier mal ein Stellwerk reinschnuppert, dann von den 2-3 Zügen, zu denen es Tutorial gibt, da das Tutorial zu zeigen, weil die hatten wenigstens eine Länge von 1/2 bis 1 Stunde, so ungefähr. Und wo man auch die Züge dann erklärt bekommt, ein bisschen Schnellwerk und vielleicht mal einzelne Multiplayer, das wäre dann auch nicht mehr geworden und mich selber jetzt noch nicht den Mehrwert gebracht, weil ich fahre in Polen mit Zügen, die ich nicht bedienen kann, mit dem Signalsystem, dem ich nicht vertraut bin, mit einer Zugsicherung, mit der ich nicht vertraut bin. Ja. Ich glaube, mir wäre der Spaß da recht schnell dran vergangen. Deswegen habe ich einfach gesagt, nee, ich gebe es zurück und mach da jetzt doch noch schnell am späten Abend 23 Uhr für euch eine Folge. Jetzt muss ich jetzt richtig morgen früh noch schneiden, damit ihr die morgen Nachmittag sehen könnt. Alles für die Klicks. Ja. Yay. Ja, wenn wir jetzt schon mal wieder im Flow drin sind und auf dem Kanal die Videos regelmäßig laufen, dann sollten wir es auch versuchen beizubehalten. Wir brauchen den 2. Dezember, ne? Eieiei. Der Dezember 22, gar nicht gut. Hast du nicht gecheckt, ob ich auch zu hören bin in der Aufnahme? Oder hast du die Aufnahme auf jeden Fall angeschaltet? Weil wir haben mal wieder einen Freitag, den 13. Stimmt, das ist Freitag der 13. Nee, da steht irgendwas von, das Aufnahme beenden ist dann ein Feld, wo ich draufklicken könnte. Also scheint die Aufnahme zu laufen. Und steht auch, dass die Aufnahme schon 19 Minuten geht. Okay. Und ich sehe eine Desktop-Audiospur, ich sehe eine Mikrofon-Audiospur und wenn du was sagst, dann verändert sich die Desktop-Audiospur auch. Ach, du hast mich auch noch auf dem Desktop-Audio? Ach so, ja. Ja. Klar. Ich bin nicht wie der feine Herr da mit Mischpultanlage und allem möglichen drum und dran. Ich habe keine Mischpultanlage, ich habe ein digitales Mischpult und da separiere ich halt zwischen Discord, was reinkommt, und normalen Desktop-Audio. Nee, ich bin ein armer Schlucker, der einfach nur OBS nutzt. So, wo ist eigentlich der nächste Halt? Muss ich mal kurz nachschauen. Weil ein OBS zu bedienen ist. Leverkusen Mitte steht hier, aber mehr steht gar nicht. Warte mal. Zack. Sifa. Ja, sehr gut. Sifa. Düsseldorf-Benrath bei 28,5. Wo sind wir gerade? Nur noch Zeit. 18. Noch 10 Kilometer. Nee, aber ich bin nur so ein armer Schlucker, der einfach nur OBS offen hat und eine Mikrofonspur und eine alles andere Spur hat. Echt ja auch. Ja. Meine Zwecke reicht. Ist auch mehr Spielerei als. Ich habe übrigens immer noch nicht herausgefunden, wie ich, während ich aufnehme, Musik höre. Weil das Ding ist, an sich könnte ich halt... Ohne es aufgezeichnet wird. Ja, das gute alte Problem. Halt,
Wenn Tobi immer so ist, so Pausewörter, ja, wir machen jetzt einen Zeitraum. Was heißt, ich kann während der Folgen Aufnahme Musik hören. Naja, so ungefähr. Weil sonst bringt uns YouTube ja um, wenn wir Musik drin haben. Denke ich mir, da hätte ich eigentlich auch reinschneiden können, so ein paar einzelne Szenen. Mist. Aber kannst du nicht machen, wenn du Musik gehört hast. Weil dann wäre es halt einfacher, wenn die Musik einfach mit aufgezeichnet wird. Das Ding ist halt, ich höre halt über die Spotify Desktop App und da kann ich halt nicht den Output direkt einstellen. Also bei manchen Apps, wie Discord oder so, da kann man ja direkt den Output einstellen, wo auf welche Kopfhörer bzw. auf welche digitalen simulierten Kopfhörer das geht. Das Audio bei Spotify Signal. Kannst du nur auf das System, auf die System Audioausgabe stellen, ne? Genau. Naja. Das arme Tobi. Ich kann leider nicht während der Folge Musik hören. Ohne YouTube eins auf die Finger zu bekommen. Tja, so ist das Leben halt, ne? Apropos Musik, wir müssen uns auch mal wieder neue Musik besorgen für Zeitraffer. Echt? Ja. Ich nutze die in letzter Zeit so selten. Ja, ich nutze sie schon. Ja, ich merke das. Ich schaue ja in die Bausenfolgen dann immer, also nicht immer, aber gerne mal rein, wenn sie dann fertig geworden sind, um mal zu schauen, was hat denn der Junge da eigentlich fabriziert? Ich muss sagen, ich verbessere mich ja schon. Also ich habe mich schon ordentlich verbessert. Du, in einigen Belangen schnitttechnisch, da denke ich mir auch so, hui, da können wir noch eine Scheibe abschneiden, weil das ist eine extrem gute Transition, oder das, da hat jemand gut Kreativität reingesteckt im Moment. Also eine gute Idee und 15 Minuten später, oh Gott, das hat viel zu lange gedauert. Ja, aber so kenne ich das auch. So, der 28 Gründe. Na, da habe ich ihn verpasst. Da wollen wir einen Kollegen mit der S-Bahn. 20 Minuten, aber habe ich noch eine Zeit. Also die kleinen Spielereien wie halt eine Texteinblendung, dass da halt pro Sekunde irgendwie so einen Text, den Text nochmal wechselst und dann halt gucken musst, okay, wie lange braucht ein Zuschauer wohl, um das zu lesen. Weil das Ding ist, du hast ja einen großen Unterschied zwischen du guckst ein entspanntes Video, hörst den Leuten zu und du siehst im Schnitt, okay, da kommt jetzt gleich ein Text, das muss ich jetzt lesen. Ja. Weil du brauchst als Zuschauer also erstmal ein paar Sekunden, um das zu realisieren, dass da jetzt Text steht und man den lesen muss. Also zwischen meiner Strategie ist immer, ich nehme den Text, blende ihn ein, lese mir dann im Schnitt durch und hänge dann noch 2-3 Sekunden dran. Naja, drum. Einfach damit, halt um die Reaktionszeit der Zuschauer mit drin zu haben von 1-1,5 Sekunden und einfach, du musst auch damit rechnen, dass es immer Leute gibt, die langsamer lesen als man selber. Genau. Und halt ansonsten auch gleich die Transition halt so machen, dass es offensichtlich ist, dass jetzt irgendwas anderes da ist. Genau. So, und jetzt kommt den Moment der Halt. Ich höre noch bei 24 Kilometer oder so. Ach, Düsseldorf, Benrath. Ausstieg links. Ich fahr mit 160 km/h, Tobi. Ja, gut. Ach nee, so Geschwindigkeiten und so, da kann ich auch gar nicht leiden. Im Moment. Sagt der Physikleistungskursler hier. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Heute schön Überraschungstest geschrieben. Also gestern, in dem Jahr. Ja, also wir nehmen jetzt am Freitagabend auf, wenn ihr es am Samstag natürlich alle pünktlich schaut. Ja, aber Überraschungstest. Freitag am 13. Überraschungstest, das geht gar nicht gut. Ja. Ich bin heute zu meiner Leistungskursstunde zu spät gekommen. Gar nicht gut. Wir hatten nee, aber auf jeden Fall. Na, wir haben in der 8. Stunde mal Leistungskurs, also bei mir ist es halt eben Chemie. Und mein Chemielehrer, wir fangen immer eine Viertelstunde eher mit dem Unterricht an, weil er ist so, dann können wir alle Viertelstunde eher nach Hause gehen und wir haben da Vormittagspause halt eben, vor der 8. Stunde. Und dann meinte er, ja, wenn wir 15 Minuten eher anfangen, können wir auch 15 Minuten eher nach Hause gehen. Hatte ich heute aber vergessen, also 15 Minuten eher anfangen, ist wahrscheinlich 15 Minuten zu spät im Klassenzimmer. Er hat es mir aber nee, genau, was aber auch eine Aufgabe in einem Physiktest war, irgendwie ein Auto fährt auf ein anderes Auto drauf. Ja, rechne aus, wie schnell sie am Ende sind. Ich habe vorhin geschrieben, nach Straßenverkehrsordnung Paragraph sowieso ist der auffährt, schuld. Ich weiß nicht, ob das in der Physik das als richtige Antwort gilt. Ja, vielleicht in Recht und Wirtschaft dann. Ah ja. Guck mal, ich bin pünktlich, Tobi. 54, ich fahr ab.
krass. Ich habe sogar hier ordentlich gehalten am Bahnsteig, also. Ey, wir haben schon, in-game haben wir es schon um 5 und es ist noch hell. Ja. Spielt aber, glaube ich, auch im Sommer. Szenario. Aber was der einzige Kritikpunkt, den ich an diesen Zusatzszenarien habe, ich habe noch kein ordentliches Nachtszenario gefunden, weil die alle tagsüber spielen. Und wenn du ein Szenario mal hast, was früh um 4 irgendwie startet, dann ist es trotzdem mitten im Sommer, sodass da trotzdem schon ein Sonnenaufgang ist und du vielleicht noch so ein bisschen orange-lila Himmel siehst, aber trotzdem schon alles hell ist. Ich hätte gerne mal ein schönes Szenario, wo ich wirklich wie... Ja, ich weiß nicht, kennt noch jemand von euch die ikonische Folge damals vom Train Simulator in unserem Adventskalender 2021 damals, wo wir durch die Nacht gefahren sind, ich nichts gesehen habe und plötzlich uns ein anderer Zug entgegenkam und wir in den reingecrashed und entgleist sind und ich bis heute nicht weiß, wie das passieren konnte. Genauso was wünsche ich mir. Wenn ihr den nicht kennt, sehen. Schaut jetzt in die Infobox. Und dann muss ich die Folge heraussuchen. Was stimmt, in der Infobox verlinkt ist so jetzt schon. Die ist auch nur 11 Minuten lang oder so, weil ich war dann so, ja okay, jetzt sind wir entgleist, was soll ich jetzt machen? Aber die Folge neu aufnehmen, war ich auch keinen Bock drauf, weil es war zu witzig. Also habe ich einfach die 11 Minuten damals hochgeladen. Ach, damals, das waren Zeiten, da hatten wir noch Zeit dafür, im Dezember. Oh Gott, ich bin viel zu schnell. Jeden Tag ein Video oder jeden zwei. Jeden Tag ein Video? Und im Adventskalender haben wir nur noch ein Video täglich zusätzlich gebracht, wie sogar zwei zusätzliche Videos. Da haben wir drei Videos am Tag teilweise, so einer. Damals mussten wir noch Zeit gehabt haben, aber gut, wir haben auch nicht geschnitten, also. Also geschnitten im Sinne von Intro dran, Outro dran und einmal durchgerendert. Schnitt auf Band. Was kann das alles geschnitten? Für. Was glaubt ihr, was das für eine Arbeit ist? Ja, stimmt, ich habe immer alles hochzuladen. Ja, ich habe alles immer einzeln hochgeladen auf OneDrive damals. Und auf Google Drive haben wir es da gemacht, glaube ich schon. Nee, weil da der Speicherplatz frei war. Und er hat das dann wieder alles runtergeladen. Ihr müsst euch mal überlegen, 7, 8, 9 Videos die Woche. Ich glaube, na gut, das hatten wir auch noch vorproduziert, das heißt, es war noch mehr. Ja, der gesamte Adventskalender, der war alles davon, war Ende November fertig vom Adventskalender. Ja. Und nee, ich glaube, die Train Simulator Folge, die hatten wir dann auch im Dezember teilweise produziert, aber der Großteil war schon vorher fertig produziert. Was denn hier? Also, ich weiß aber, wir hatten schon im Oktober oder so Videos aufgenommen dafür damals. Subnautica Singleplayer Hashtag 7. Wir bauen unser eigenes Boot. Ja. Ja, den Speicherstand, den Covery, das haben wir noch nicht geschafft. Schwelgen wir uns ein bisschen in der Nostalgie hier. Ja, wir haben auch vor ein bisschen Neujahrsputz auf unserem Kanal gemacht und haben mal ein paar Projekte von pausiert auf abgeschlossene umgeschoben, weil wir dann so waren, so ja okay, theoretisch sind die Projekte nicht abgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die weiterführen, ist so gering. Deswegen lassen wir sie einfach als abgeschlossen gelten. So, jetzt ja, ich habe meinen Adventskalender gefunden. 100, hier kommt der Vorankündiger für 80 auch schon. Weißt du noch, welche Folge das war? Ich weiß es nicht. Train Simulator, aber das ist nur eine kurze Folge, die nur so 10-11 Minuten geht irgendwie. Eine mit 21, eine mit 29, eine mit 27. Oh Gott, sind das viele. Fuck. Ich muss auch bremsen, ne, wenn ich in der 100 Hertz Überwachung bin. Ach, ich war natürlich nicht bei 85 km/h angelangt. Ja, und so lang sind 23 Sekunden jetzt auch wieder nicht. Ich war so, ja, bist du unter 100, jetzt kannst du aufhören mit Bremsen langsam. Ich diese 500 Hertz Überwachung vergessen hatte. Mit 80 km/h. Ah, gut. Südwärts in der Dämmerung kann das... Ah, nee, warte, hier. Ein unverhofftes Ende. 15 Minuten, das könnte es sein, ha? Ja, ich glaube, das ist es. Folge 8. Kannst du mal reinschauen gegen Ende, ob dann plötzlich so random einfach Zugspitzensignal auf mich zukommt. Wo ich weiß noch, wie ich da so perplex saß und war so, hä? Sind die auf meinem Gleis oder auf dem Gegen... Die sind auf meinem Gleis. Die sind auf meinem Gleis. Was passiert hier? Wir fahren plötzlich random durch den Zug durch und plötzlich merke ich, wie mein Zug durch die Gegend fliegt und sehe dann einfach, als sich alles die Lage beruhigt hat, dass der Zug irgendwo am Rand auf dem Bahndamm liegt. Darf ich ganz kurz erwähnen, dass wir dafür für den Adventskalender 2020 sogar ein eigenes Intro hatten? Echt? Ja.
Ich weiß, dass ich damals ein extra Thumbnail-Design gemacht hatte, mit diesen ganzen Schneeflockenzeug. Ja, aber wir hatten auch ein eigenes Intro. Also das normale Nächster Intro, Halt. Das Tobi Raptor, das nach vorne kommt so. Und dann Aufstieg rechts. Alter, damals, da hatten wir noch das Zeit in unserem Leben, mit Tobi. Da hatten wir noch Zeit in unserem Leben. Du klingst so schlimm. Ja, das war mein Headset-Mikro. Wie selbst Headset, wie ich heute immer noch habe, es fällt mittlerweile zwar auseinander, aber ist ja nicht schlimm. Nee, warte mal. Der Witz ist, man denkt, dein Mikro ist richtig scheiße, aber das ist das Rauschen vom Zug, das du kriegst. Guck mal, wo wir angekommen sind. Wir sind schon im Hauptbahnhof. Jetzt haben wir auch die Ansage für den Hauptbahnhof hier durchgequatscht. Aber egal. So kennt man uns. Wenn wir gerade schon mal quatschen hier, wo ist denn das? Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber ist auch nicht schlimm. Haben wir heute mal eine Podcast-Folge gemacht. Und die Strecke kennt ihr ja auch schon. Ich wollte nur noch mal in die andere Richtung euch einmal zeigen hier. Weil vor allem in Köln, Fahrtverlauf anders ist. Okay, du redest gerade in der Folge damals über rotes Signal und dass da nichts passiert. Da steht 2000 Hertz Beeinflussung, Tobi. Weißt du, was das bedeutet? Nö, keine Ahnung. Ich bin über das rote Signal drüber gerollt. Ich hab's gar nicht mehr geschafft, vor dem roten Signal zum Stehen zu kommen. Was ist das? Weißt du, ich gucke mir gerade dieses Video so ein bisschen durchgeskippt. Du redest so gerade über rote Signale und das ist Sicherheit, dass da niemand drüber fährt. Ja. Und jetzt kommst du an. Ja, ich bin drüber gerollt und deswegen 2000 Hertz weil so bekommen. Ich hatte nur noch 2 km/h oder so. Weil ich war so, fuck, das ist schon das rote Signal. Ich habe gerade voll Bremskraft gemacht und dann war noch mit 2-3 km/h bin ich drüber gerollt jetzt noch. Aber ich stehe noch am Bahnsteig. Nur die Fahrdienstleitung wird mir da für diesen Move direkt eins auf die Finger geben, aber die Fahrgäste werden nichts gemerkt haben. Außerdem bahnkundig und denken sich dann so, Sass, der steht sehr, sehr nah am roten Signal dran. Wie will denn der das überhaupt noch sehen können? Aber gut. Wir sind durchgefahren, da haben wir die S68, mit der sind wir in der letzten Folge gefahren. Die hattet ihr auch schon mal am Anfang dieser Folge hier oben auf dem i verlinkt, die letzte Folge. So, unsere Auswertung. Haltesignal überfahren einmal. Ja, gerade eben. Zwangsbremsung, Zugsicherung zweimal. Vorhin einmal mit den 500 Hertz und jetzt natürlich nochmal eine wegen Haltesignal überfahren. Verspätung Durchschnitt 0 Minuten, Verspätung maximal 1 Minute. Viermal schlechter Fahrstil. Okay, ich habe überall zu krass angehalten wahrscheinlich, ja. Abzug vor Max-Überschreitung 19%? Wollte ich nicht. Ich hatte die eine V-Max-Überschreitung da, aber sonst. Genau, ich war immer unter der V-Max hier. Überall durchgehe ich hier, wo ich so ein bisschen zu faulen, um mal kurz zu bremsen. Da war ich mal kurz für ein Mühe, kurz bei der V-Max. Und dann war es diese eine Überschreitung hier. Ja, okay. 19% Abzug. Aber Ergebnis 0%. Ich glaube, das Haltesignal und die zweite Zwangsbremsung hatten mir die letzten Prozente noch gekostet. Ich muss mich doch korrigieren. Es war die Hashtag 11 Train Simulator 21. Frontalzusammenstoß und fataler Unfall. Ich weiß nicht, habt ihr gerade wahrscheinlich umgesehen. Die geht 11 Minuten, die wird es sein. Ja, dann schicke ich dir gleich mal den Link da. Guck mal, ich habe doch gesagt, irgendwie 11 Minuten ist auch noch die Folge 11. Also hey. Ja. Also falls ihr noch in Nostalgie schwalgen wollt und euch. Oder einfach was Witziges sehen. Und euch alte, witzige Folgen ansehen wollt, bei denen man sich nur wegcringen kann. Der Qualität. Warte mal, nein, aber wegen alten Folgen, da kann ich euch was ganz anderes empfehlen. Zwar, jetzt kommen die Schmankerl raus. Autobahn, Polizeisimulator. Nee, das Ding ist, da gab es eine Folge. Und ich überlege gerade, welche das war. Da gab es am Anfang so einen Song. Ah, ja. Das war irgendeine Folge, da habe ich am Anfang Einsatzfahrt und ich habe, glaube ich, die Einsatzfahrt 5-mal so verkackt, weil ich jetzt in Autos reingecrashed bin und dann 100% Schadenslevel hatte. Ach, welche war denn das? Und hab daraus einen schönen Zeitraffer geschnitten, ne? Ein bisschen Quietsche-Entchen-Song. Mhm. Ich hätte den bisher auch, glaube ich, nicht nochmal benutzt, also daher. Ich seitdem auch nie wieder, aber ich habe ihn noch auf der Platte liegen.
Na, da Egal, habe wir ich ihn auch verlinken noch. euch auf jeden Fall auch noch die Folge, auch wenn wir euch gerade nicht sagen können, welche es ist. Deswegen, ich würde sagen, ihr habt genügend zu sehen für heute von unserem Kanal, denke ich mal. Ansonsten schaut euch die Ach, alten nicht in der Folgen, wenn ihr ganzen euch Nacht durch, wegcringen wollt, ja. noch ein bisschen. Und ansonsten, danke fürs Zusehen und bis Mittwoch zum Bausimulator, ne? Jo, können wir Dann, es schaffen. tschüss!